Die Kunde von unserer wachsenden Siedlung hat sich verbreitet. Sieh dich nur um, du entdeckst vielleicht ein paar neue Gesichter. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Und damit willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, ich wollte nochmal auf die Bündniskarte gucken und so starten. Jetzt gucken wir mal, empfohlene Stärke 90, 55, Belohnung. Belohnung ist das hier. Belohnung ist das hier, Lunden. Lunden ist relativ klein, ne? Wenn wir den Bündnis eingehen, aber wir können ja eigentlich auch erstmal das hier nehmen. Kriegen wir nicht nur noch so ein Langhaus? Stufe. Stimmt es, dass diese dänischen Eindringlinge aus East Anglia kamen? Ja, sie dienen einem Mann namens Rüd. Er scheint Zwietracht zwischen Sachsen und friedlichen Nordleuten zu säen. Vor Jahren hofften die Söhne Ragnars, das Land zu befrieden. Sie ernannten einen Statthalter namens Finn, um einen passenden Sachsenkönig zu finden. Doch seitdem verfiel das Reich ohne einen König zusehends, der wenige verbleibende Frieden von grausamen Plünderern zerstört. Ich schlage vor, du brichst nach East Anglia auf und findest heraus, was ihr Statthalter falsch macht. Ja. Machen wir das. East Anglia. Gut, ich reise nach Osten und spreche selbst einmal mit diesem Finn. Ein guter Plan. Pass auf dich auf. Das ist halt auch das Geile an Valhalla. Du musst nicht strikt so die Questen verfolgen, sondern du kannst dir aussuchen, wie die Story erstmal so weitergeht. Ja, ich wollte noch was anderes gucken gehen. Was ist das denn für ein Bug da? Oh, okay. Wir könnten ja nochmal kämpfen. Ehrlich, wollte schon sagen, warum kommt sie da nicht hoch? Hä? Was läuft hier? Ich könnte sie töten einfach. Augen auf, man weiß ja nie. Für Gott! Hä? Was geht hier denn ab? Hi. Du kraftstrotzender Dränger! Bereit dich der Prügelei anzuschließen? Jo, mach mir nochmal. Mal gucken, wie weit ich diesmal komme. Du kennst die Antwort. Beim letzten Mal waren wir bis 5. Julfest. Zack. Autsch. Zack. Autsch. Okay, der nächste. Wie die da verbuggt rumlaufen mal, ey. Okay, wegdrücken kann ich es wenigstens auch. Runde 2. Na komm her. Autsch. Was kostet mein Leben? Nur weil ich dich schlage, ey? Fuck. Nein, hör auf. Gieß mir auf den Sack. Lass mal nochmal ordentlich in der Strecke eben. Ja. So. Ach du! In der dritten Runde. Was?
Ehrlich jetzt? Wie schnell war der Kampf denn zu Ende? Oh Mann. Der war schnell zu Ende, der Kampf. So. Hier wird nicht mehr so einfach sein. Ohne einen guten Kampf ist es nicht mit Winter. Ist klar. Alles klar. Warum hat er mich getroffen? Autsch. Autsch. Hab dich. So, Runde 4. Wie ist das ein bisschen einfacher diesmal? Weil der andere war ich ganz schön schnell niedergestreckt. Braucht man nicht noch ein paar Marken, um die Rüstung zu kaufen? So. Drei Nordleute stehen sich gegenüber. Nur einer kann gewinnen. Aha. Na komm her. Vergiss es. Zack. Alles klar, warum weicht er jetzt so aus? Vergiss es. Was weichst du so aus, du Penner, ey? Mann, Affe, ey. Das war 5. Beim 6. Kampf bin ich beim letzten Mal wurde ich getötet, also niedergestreckt. Ich werde immer besoffener jetzt, schon wieder. Ach, er schon wieder, ja. Ihn haben wir ja verloren gehabt. Wer von euch will wahre Kriegskunst sehen? Alles klar. Achso, ja, gut. Dieses Anvisieren geht ja jetzt nicht mehr, stimmt ja. Macht mich echt fertig, der Typ. Der Typ, der macht mich richtig fertig, ey, Saftsack. Oh Mann. Heute lief es nicht so gut für dich. Scheiß aber du jemanden. Verdienst trotzdem ein paar Marken. Schon wieder nur 5 Runden, ey. Leco mio. 25 Marken, ey. Und wir sind wieder voll besoffen. Mann. Hi. Du scheinst dich in deinem neuen Geschäft wohlzufühlen. So ist es. Ich habe auf meinen Reisen einige einzigartige Gegenstände gefunden. Ich würde sie für Julmarken eintauschen. Willst du das Angebot? Ich kenne das doch schon. Zeig mal. 60... Die kosten halt alle 60 noch. Ich will aber alles haben, deswegen. Mal gucken, ich soll das eigentlich nur rechtzeitig schaffen. Bis bald. Bevor es zu Ende ist. So. Okay. Warum liegt der hier tot rum? Wurde wahrscheinlich übersehen. Oder was auch immer. Ist hier jetzt ein neuer? Wahrscheinlich eher nicht. Nimm mich, Eivor. Unsere Siege werden selbst. Ich stehe bereit, wenn du mich brauchst. Für dich habe ich keine Lust. Er hat sich angehört wie Katakalo. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. So, okay. Hier hatten wir noch irgendwo Büsche, ne? Hat ja sehr viel geholfen.
Weiß die Hütte ab. Eivor ist hier. Das hatten wir. Fjof habe ich ja schon gemacht gehabt. Was war das hier? Warst du an aufregenden Orten? Ah, der Kartenmacher. Okay. Den soll man auch machen. Kann man den, das hier auch nochmal verbessern? Wahrscheinlich später. Ich will mal was gucken gehen. Bevor wir das andere weitermachen. Ich glaube, da fehlt uns aber auch noch was. Hallo. 60. Ach Gott. Alles kostet 60. ...220 war der. 130. 250. Die sind alle viel zu schwer. 190. ...160. 90. Und da kommen die Nervensäge dann wahrscheinlich wieder. Dahin sollen wir. Nee. Geheimnisvolle Berserker, die Quest habe ich auch noch. Okay. Machen wir die ja mal. So. Ich wollte noch was anderes gucken. Da oben war noch das andere. Die wir auch noch haben. Königsmacher. Okay. Da. Erstmal gucken, bevor wir dann vorbeispringen. So wie sonst auch immer. Oder so fast immer. Aber wenn man so überlegt, waren jetzt nochmal 220, dann 300, 420, wow. Ja. Was ich mich immer frage, warum reite ich nicht? Da, 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 da. Schwimm. Wow. Anstatt da reinzuspringen, ey. Kannst du auch schwimmen. Geheimnisvolle Besäge. Finde Björn und sprich mit ihm. Okay. Hilf mir. Sei meine Augen. Die Höhle. Dann gucken wir mal. Luzans Höhle sollte hier in der Nähe sein. Das muss Björn, der Berserker, sein. Meine Augen können den Anblick nicht vergessen, Njal. Ihr Haar, so lang fiel es herab. Wie nennt man euch, ihr Bärenhäute, Wolfshemden, Koster von Blut? Man nennt uns Schildbeißer, Mauerbrecher, Saat der Schlachtenflut. Bald, Alfild. Bald. Ein Mann, der an der Seite eines großen weißen Bären kämpft. Du bist Björn Blutzahn. Frag die Toten. Was erzählen sie dir? Sie sagen, wir wollen keine Formwandler in diesen Landen. Sie wollten mich tot sehen. Sie waren nicht die Ersten. Und du? Willst du dir einen Namen machen? Eine Leiche mehr auf meiner Schwelle macht keinen Unterschied. Ich bin nicht hier, um gegen dich zu kämpfen, Björn. Ich bin Eivor vom Rabenclan und biete dir einen Platz in unserer Halle. Ich habe keinen Clan und brauche auch keinen. Du lebst lieber allein hier mit deinem Bären? Ich übe lieber Rache an dem Mann, der meine Frau erhängte. Und den Krähen überließ. Wer ist dieser Mann? Ein mercischer Ätherling, dessen Name meine Lippen nicht besudeln soll. Er hat viele Männer, womöglich ein Heer. Doch das hält mich nicht auf.
Dann lass mich dir helfen. Wenn du wahrlich deine Frau rächen willst, dann darfst du nicht im Kampf fallen. Ich denke darüber nach. Njal, geh mit meiner Bären. Füll ihr den Bauch. Und wenn Njal dir vertraut, wer weiß, vielleicht kannst du mit mir kommen. Du bist zahm für solch ein wildes Tier. Ist das so? Sag mir, was frisst so ein Bär wie du? Was immer du willst, ja? Am besten zeigst du es mir. Okay. Alles klar. Eine Schüssel zur Herstellung des Berserkertrunks. Riecht nach Pisse und Tollkirsche. Na lecker. Was für eine Quest. Habe ich ja noch nicht erlebt. Die Skalden sagen, Björn trug dich in die Schlacht, als du noch ein Junges warst. Zog dich auf, wie man ein Kind aufziehen würde. Tja. Gucken wir mal. Beweg dich. Warte, du bist schneller. Was soll ich denn töten? Guck mal da hinten. Deine Lieblingsblumen? Das ist aber kein Futter, Njal. Erinnert mich an den Sommer in Nordwege. Wir hatten solche Felder unweit von Hemings Halle. Ich verstehe, warum Björn dich gern in seiner Nähe hat. Hm. Wow. Der See. Du willst Fisch. Dabei kann ich dir helfen. Fischpfeile. Dann fange ich mal was für Njal. Ja. Wie soll ich denn da was fangen? Ich hab keine Angel. Getroffen. Ich hab so echt getroffen. Wow. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Willst du etwas fischen, ja? Hier. Es geht doch nichts über frischen Fisch. Friss dich satt, meine Gute. Und Gegner. Der Teufelsbär und sein Meister. Das ist nicht der Berserker. Wen kümmert? Rettet sie beide. Beschissene Bären. Lass den Bären in Ruhe. Gott verleih dir Stärke. Diese Männer haben euch gesucht, Njal. Björn könnte auch in Schwierigkeiten sein. Okay. Kehre zu Björn zurück. Na komm, Björn. Wow, ist der Bär langsam. Läuft. Ach, guck mal, da sind noch mehr. Hallo. Na ja. Dänen rissen diesen Landen das Herz heraus. Sie kommen wieder, um es zu Ende zu bringen. Merkt ihr meine Hand? Gesetzlos. Ich töte dich. Stirb. Du frei sein. Staub vor mir. Stirb endlich. Warum krepierst du nicht? Blut und Kamm. Fuck. Ich verschlinge eure Knochen! Zuerst ein wildes Tier! Achso. Ich wusste nicht mehr richtig, wie die funktioniert. Genug jetzt!
Würste! Dein Blut! Lass mich nur machen! Du entkommst nicht, du räudiger Köter! Oh Gott. Geh mir nicht auf den Sack. Du Riesenbaby, ey. Stepp. Plündern. Noch einer? Nö, keiner. Bleib hier. Ich will mit dir reden. Du hast einen starken Kriegsarm, Rabenhemd. Diese Männer waren nicht nur auf den Ruhm aus, einen großen Berserker zu besiegen. Nein, das waren Gefolgsleute des mersischen Ätherlings, meines Todfeindes, des Mörders meiner Frau. Wie starb deine Frau, Björn? Berühmtheit hat zwei Gesichter, Eivor von den Raben. In Nordwege ersehnten viele junge Tane den Ruhm, mich zu töten. Sie starben. Ich wurde des Tötens müde. Alfred und ich kamen für einen Neuanfang hierher. Für ein ruhiges Leben. Doch dein Ruf segelte dir voraus. Dieser mersische Ätheling erfuhr von deinen Taten und wollte sich mit deinem Blut schmücken. Du hast recht. Nur wollte er, dass ich vorher den Berserkertrank zu mir nahm. Als ich mich weigerte, befahl er es, bot Gold, verspottete mich sogar. Dann erhängte er sie. Alfred. Deine Blutfehde ist gerechtfertigt. Doch wenn es etwas ist, das du allein tun musst... Nein, du hast recht. Ich will nicht im Kampf sterben, sondern in dem Wissen, dass meine Frau gerecht wurde. Ich will diesen Mann töten. Hilf mir. Sag mir, was du brauchst. Tollkirschen. Das ist die letzte Zauberzutat für meinen Berserkertrunk. Sollst du haben. Und wenn alles vorbei ist, gehört dem Rabenclan deine Axt, hoffe ich. Wenn du die Tollkirschen findest, bring sie mir unter den Galgenbaum südlich von Beodritches Wort. Tollkirschen wachsen häufig bei Friedhöfen und die Sachsen legen ihre Friedhöfe rund um ihre Kirchen an. Okay. Tollkirschen wachsen auf Friedhöfen. Davon gibt es im christlichen Englerland mehr als genug. Ja, das stimmt. Müsste hier das sein dann, ne, sogar? Finden sie ja häufig auf den Friedhöfen East Englands. Müsste hier sogar was zu finden sein. Gucken wir mal. Eigentlich. Da ist ein Friedhof. So. Tollkirschen haben einen sehr eigenen Geruch. Wie dieser. Sie müssen nah sein. Das sind genug Tollkirschen. Ein übel riechendes Kraut. Ich sollte Björn aufsuchen. Der Geigenbaum ist wo? Da unten. Wow. Okay. Schnell gefunden. Irgendwie habe ich mir das schon gedacht. Weil wir hier bei so einer Kirche schon Sinn gemacht. Okay. Dann wollen wir mal dahin. Dann wollen wir mal ganz schnell dahin. Der Geigenbaum. Das Ding da. Okay. Finde den Berserker. Sei für Björn, wie versprochen.
deine Tollkirschen. Gut. Sie haben die nötige Macht für das kommende Ritual. Es ist fast fertig. Die Skalden sagen, Odin habe sich an einem Baum wie diesem erhängt. Die meisten sterben, doch er überlebte. Yggdrasil, der Weltenbaum, Odins Galgen, der Ort, an dem Leben und Tod eins sind. Reite mit mir, Rabe. Der Seder erwartet uns. Reingepisst. Der Berserkertrunk ist stark. Er mag dir Einblick in die Geisterwelt geben. Oder dich in ein wildes Tier verwandeln. Was auch passiert, stell dich ihm ohne Furcht. Okay. Dann gucken wir mal, was passiert gleich, ne? Sind Tollkirschen nicht giftig? Wie nennt man euch, ihr Bärenhäute, Wolfshemden, Koster von Blut? Wir sind die Schildbeißer, Mauerbrecher, Saat der Schlachtenflut. Was bringt der Kampf euch, ihr Bärenhäute? Ihr Wolfshemden, Koster von Blut! Wir kämpfen für Ruhm, wir Schildbeißer! Mauerbrecher, Saat der Schlachtenflut! Wow! Ehrlich? Kämpfe ich gerade gegen ihn? Bisschen stark, oder? Ich war dem Tod schon oft nah. Doch das hier, das war anders. Das war kräftig. Fühlt sich an, als hätte mir ein Jötun den Kopf zerstampft. Ein prächtiges Gefühl, oder? Berserkertrunk bekommt mir nicht so sonderlich gut. Aber du lebst noch. Fühlst du die Macht des Bärenblutes, das durch deine Adern strömt? Ja, aber du warst ein Bär. Und ich spüre die Bärenmacht noch immer. Ich bin bereit. Wohin? Die Mercer, die meine Frau ermordeten, verkriechen sich in Beodritches Wort. Wir werden sie alle töten! Zu mir! Ja! Okay. Jarl wird mercisches Blut kosten. Zeig mir, was du kannst, Berserker. Na gut. Hinterher. Wir können das auch nicht ändern jetzt. Wollen wir mal. Also nochmal für Alfied. Läuft. Hallo. Du bist erledigt. Damit dich. Sterb. Ach, guck mal. Bärenbusch. Himbeeren.
Erstmal nochmal einnehmen. Wollen wir mal. Auf, auf von da vorne. Ich zieh lieber die Kapuze auf. Mach mal. Ihr Feiglinge! Zu mir! Jörn! Hi. Was war denn mit Soundspieler los? Zwischendurch ist das voll merkwürdig. Wir schaffen das. Der ist voll geflogen. Hi. Habe ich das jetzt doppelt eingesetzt? Wow. Na ja. Schlagen wir zu. Klar, und die werden nicht getroffen, ne? Stirb. Autsch. Das tut weh. Haben wir hier nicht schon mal drin? Ich glaube ja, ne? Du bist gar nicht getroffen in der scheiß Tür. Ich hol mir deinen Kopf! Raus hier. Ich glaube, hier war ich doch schon mal, oder nicht? Wow. Fast gestorben da drin. Folgt mir! Ich führe euch! Ich bin gleich tot, ey. Auch Hilfe! Stirb! Autsch. Kommt von der Seite! Diese scheiß Pfeile, die nerven voll. Ja, entkomm! Nein. Ich bin gleich halt echt tot. Gibt's hier nicht irgendwas zu essen? Hallo? Du ließest sie töten. Tschüss. Ich bin sonst gleich tot. Zu mir! Ich wollte schon immer gegen einen Berserker kämpfen. Und bin tot. Alles klar. Dann mach dich. Ah, das ist so nervig jetzt gewesen. Oh Mann. Das war jetzt echt doof. Diese scheiß Pfeile immer. Die hauen so richtig rein. Wow, jetzt bin ich wieder besoffen. Alles klar. Der Bär steht mir voll im Weg gerade. Und das Krasse ist, immer die gehen ja direkt auf mich los. Immer wieder. Boah, ich bin besoffen, Mann. So kann man doch nicht kämpfen. Der Pakt nervt. Wenn ich gesehen werde, gibt es Ärger. Ja. Zu mir! Njal! Björn! Das überlebst du. Autsch. Zack. Er brennt. Alles klar. Schießen sonst wohin? Autsch. Ich sollte eigentlich den leichten Schuss auch mal machen, ne?
Also den leichten Schlag. Da wollte ich eigentlich nicht hinspringen, aber gut. Sterb. Was? Was war denn das jetzt schon wieder? Ah, diese scheiß Speerfuzzis, ey. Und besonders mit meinem Pfeilhagel wieder. Ich hab die doch eben erledigt. Die tauchen mal wieder auf, die Wichser. Ups, hab ich nicht gesagt. Das nervt sowas. Hey, du blöder Bär, steh mir hier nicht im Weg rum. Ich sag dir, die gehen immer nur auf mich los. Bär. Pissköppe, ey. Ich bin so besoffen, dreht sich nicht richtig rum. Komm mehr mit, Bär. Oder was machst du da? Der Bär bleibt einfach da, oder was? Hey. Komm mit. Mist, wie. Ich sollte mein Gesicht verdecken. Zeigt euch, ihr Feiglinge! Nicht zur Hölle! Ich zu mir! Ja. Ich glaube, ich habe Zivilisten getötet gerade schon wieder. Glaube ich aber nur. Sterbt. Warum gehen sie eigentlich immer alle auf mich los, hä? Sag ja, sie gehen immer auf mich los. Ich sag ja, Pissköppe. Er ist hier, aber... Ich bring dich um. Der Zorn des Bären! Stirb. Folgt mir nach! Verreck. Du gehörst mir! Penai. Der Herr wird uns den Sieg bringen! Meine Fresse. Sind die nervig? Okay, jetzt den Anführer töten. Das ist er hier, der ganze Zeit wirft. Alles klar, renn da rein. Jupp. Sie töten. Mein Alfie. Warum? Ich wollte schon immer gegen einen Berserker kämpfen. Und ein weißer Bärenpelz wird mein Siegeszeichen sein. Dann mach dich bereit, du Hund. Wow. Wo kommt das denn schon wieder her? Leide. Leide. Stirb. Stirb. Pisser, ey. Meine Güte. Alter Sack, ey. Stirb. Wow.
Tipp. Stirb. Ich sehe nichts. Es ist vollbracht. Verlassen wir diesen verfluchten Ort. Ja, wenn sie mich nicht jetzt töten mit einem. Ich führe euch! Jetzt kommt die Bärin an, oder was? Die Bärin, die nichts tut? Jetzt aber. Geht von hinten ran! Stirbt! Hallo. Ich glaube nicht, dass du so entkommst. Warum das Nost, das hat ja ein Lugus von DJ Collectors zu. Wow! Oh Mann. Deine Zeit ist um, Ratte. Und der Bär trifft gar nicht, oder wie? Stirb, du. Ich bin nicht auf den Sack. Meine Güte, ey. Waren das jetzt alle? Nö. Hallo. Schön, dass du den falsch analysiert hast. Es reicht. Schon wieder den falschen, ey. Sowas hasse ich ja, ne? Du bist so gut wie tot. Nein, bin ich nicht. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Du gehst mir auf den Sack. Hilf mir. Ich bin gleich tot sonst. Wie nervig ist der Typ denn? Stirb jetzt. Penner, ey. Meine Fresse. Kackst du dir ein, du Köter? Boy. Stirb. Meine Fresse. Manche sind echt nervig. Und er rennt einfach weiter. Vor allem, die gehen immer auf mich los. Das ist das Nervige da drin. Es sind doch mehr als nur ich. Björn, dein Feind ist tot. Du hast deine Vergeltung. Ja. Doch nun fürchte ich, ich muss dich noch um eines bitten, wenn du willens bist. Was ist los? Njal ist müde. Ich werde mich unter dem Baum, wo all dies begann, um sie kümmern. Bitte, bringe uns ein paar ihrer Lieblingsblumen. Sie sehen aus wie... Ich weiß welche. Ich sammle sie und komme dann zu dir, unter den Galgenbaum. Bleib stark, mein Kind. Björn ist hier. Ich sah einige von Njals Lieblingsblumen hinter dem Galgenbaum. Hinter dem Galgenbaum? Baum ist hier. Okay. Boy. Manchmal ist das schon echt schwer. Naja, wenn man auch auf Berserker spielt, kein Wunder. Ich will die Quest nochmal erledigen jetzt erstmal.
weiß, dass die Folge schon ein bisschen lang ist. Ich wollte schon sagen, das ist es aber nicht. War es nicht. Hier sollen irgendwo die Blumen sein, hinter dem Geigenbaum. Ach hier. Wieso kann ich die nicht sammeln? Ach da. Wow. Die hier. Das Grab seiner Frau. Kein Wunder, dass er oft zu diesem Baum kommt. Ach so. Blumen für Njal. Dann auf zu Björn unter dem Geigenbaum. Ist das dein Ernst? Ach guck mal. Sachen zum Plündern. Ich bin noch da. Ach, da ist er. Ich brachte sie hierher, wo es begann, wo es endet. Ich verstehe. Sie erhängten meine Frau an diesem Baum und begruben sie zwischen seinen Wurzeln. Ein finsteres, unverdientes Schicksal. Wir nahmen Njal als Junges auf, sie und ich. Wir hatten keine Kinder. Nun sind beide fort. Nur ich verbleibe. Liebe Njal, du warst immer an meiner Seite. Den besten Teil meines Lebens. Warum muss es so enden? Njal schläft heute Abend zu Füßen des Allvaters. Ja. Sie lassen treue Hunde in die Halle der Tapferen. Also ist Njal auch dort. Mit Alfhild. Du hast mich gefragt, ob ich mich deinem Clan anschließen würde. Ich bin bereit. Gut. Ich habe einen Platz für dich auf meinem Langschiff. Mein Clan wird dich willkommen heißen. Auf unseren Reisen werde ich von Alfhild und Njal singen. Von ihren Taten. Ich werde ihren Namen in die Schlacht tragen. Wenn du bereit bist, folge dem Nene bis zu meiner Siedlung. Wir werden dich als Bruder begrüßen. Ich werde der Berserker des Rabenclans sein. Sehr gut. Jomsvikinger angehört, Björn. Die Vergeltung des Berserkers. Das war ja die Extra-Quest, was man noch dazu bekommen hatte, ne? So, nochmal. Jetzt haben wir 6 Stück. Ich sollte die mal eigentlich verteilen. Eigentlich. Aber gut, ich würde sagen, ich werde hier erstmal die Aufnahme beenden. Die Folge ist schon lang genug. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Dann werden wir die Quest Königsmacher machen. Königsmacher machen, alles klar. Was haben wir dann? Ich guck nochmal ganz kurz. Ach ja, das war ja das. Hier haben wir noch irgendwas drin. Quest. Irgendwas hatten wir hier unten noch. Achso, ja, das waren die. Die mal wieder auftauchen. Codex. Könnte eigentlich nochmal kurz verteilen. Ich wollte genau das haben. Zack. Zack. Und haben wir das. Alles klar. Was hatten wir hier noch? Raubtierbogen. Verbessert die Beherrschung von Raubtierbögen. Haben wir gar nicht, ne?
Letzte Rettung. Was ist das? Zähne zusammenbeißen. Regeneriert den roten Teil deiner Gesundheitsanzeige, wenn du erfolgreich Nahkampftreffer bei Gegner landest. Das ist gar nicht so schlecht. Zack. Okay. 70 haben wir jetzt. Alles klar. Gut, dann würde ich aber sagen, werde ich hier die Aufnahme beenden und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Assassin's Creed Valhalla. Bis dann. Ciao, ciao.